miteinander und willkommen zurück zu Pillars of Eternity mit Torren Gent. So, wir reden hier weiter mit Destin und wir haben noch weitere Fragen. Ja, ich will mehr über die zwei Raubtiere erfahren. Was hat das mit denen auf sich eigentlich? Ich verstehe ja noch gar nicht, worum es eigentlich geht, mit diesen Dingen. Es gab noch nie einen listigeren Jäger als Zul, wo manche sagen, sie verliere ihren Schneid. Aonus dagegen hat Schneid bis zum Abwinken. Der von uns glauben, er sei der rechtmäßige Nachfolger. Seine Finger klopfen einen rastlosen Rhythmus auf seinem Oberschenkel. Das Blut kocht. Es wird überkochen, wenn nicht bald etwas geschieht. Sonst noch etwas? Taten sie mir lieber als Worte, weil ich beantworte deine Fragen so gut ich kann. Würdest du Zul oder Ornros vorziehen? Er runzelt die Stirn. Ich sehe beide Seiten. Zuls List ist unerreicht, aber Ornros ist der mächtigere der zwei. Beides sind Wesenszüge, die er Galavain schätzt. Das hier ist Galavains Rachen. Ja. Eine Höhle der Bestien, die dem Fürst der Jagd gewidmet ist. Seit Urzeiten beansprucht das jeweils größere Raubtier von ganz Irglanfad den hinteren Teil des Rachens als sein Revier. In letzter Zeit aber gab es einige Unstimmigkeiten darüber, wem diese Position zusteht. Ein Blick nach oben in die Höhle. Und das wird so Zwietracht unter unseren Jägern. Erzähl mir etwas über dich. Wer bist du eigentlich so genau? Ich bin der Anführer der Reißzähne. Wir sind ein Orden von Jägern und Kriegern, die sich Galavain verschrieben haben. Wir sorgen dafür, dass die Orte der Erbauer rein bleiben. Wir sind kein Stamm, doch wir versammeln uns wie einer und streiten wie einer. Unsere Mitglieder kommen aus allen Stämmen, aber die meisten von uns wurden als drei Stoßzahnstelger, Fischerkraniche und Hüter des Steins geboren. Wo finde ich Zul? Im hinteren Teil des Rachens. Er deutet auf die Gänge, die sich rechts und links neben ihm erstrecken. Du kommst auf beiden Wegen zu ihr, aber sei vorsichtig. Der Rachen ist ein gefährlicher Ort und Zuls Rudel und ihre Unterstützer sind wachsam. Wo ist Ornros? Gute Frage. Der Bär ist gerade auf der Jagd, aber er wird bald zurückkehren. Er ist nie lange weg. Okay. Alter König und der alte König. Ich finde in Galavans Rachen die alte Löwin. Ja, was auch immer es damit so richtig auf sich hat, ne? Und eigentlich sollen wir ja mit noch jemand anders reden. Okay, das hier ist nicht diebisch. Buch der Jagd. Wenn meine Schüler bitten, die Wege Galavains gelehrt zu bekommen, sage ich ihnen, dass ich bereits versagt habe. Bittet man ein Reh, sich als Abendessen zu präsentieren? Natürlich nicht. Man muss klüger, gerissener, stärker sein als das Reh, wenn man von Wildbret träumt. So ist es mit dem Suchergott. Eine Frage zu stellen, das heißt Schwäche und untätige Unentschlossenheit. Antworten zu suchen, das heißt verstehen und eins mit Galavain werden. Das Überleben beginnt mit Stärke von innen. Cooler Gott. Finde ich gut, die Einstellung. Aber ich schlage meine Schüler erst, wenn sie die zweite dumme Frage stellen. Denn wir alle beginnen jung und schwach. Das ist eine Tatsache, keine Schande. Und es ist ein zentraler Grundsatz in Galavains Lehren. Beharrlichkeit und Gerissenheit schätzt Galavain mehr als rohe Gewalt. Eine Tatsache, die meine jungen Schüler oft vergessen. Es ist richtig und gut, dass die Stärken die Schwachen anführen. Und es ist ebenso gut, dass die Starken wieder und wieder geprüft werden, bis das Gleichgewicht sich verlagert. Galavain feiert die Stärke des Siegers und die Macht des wohlgenährten Jägers. Doch vor allem feiert der kluge Hund das umwälzende Wesen der Stärke. Galavains größter Wunsch für uns ist, dass die Beute zum Jäger wird, dass schreiende Säuglinge zu starken Jagdmännern heranwachsen, dass die Verirrten ihre eigene Erleuchtung finden. Das beste Beispiel für diese Philosophie sind die Riten der Amanvater von Irglanfan. Wenn einer der spirituellen Anführer der Glanfatana alt ist und sein Tod bevorsteht, zieht er in den Wald und konfrontiert Galavains Boten. Während der Supergott befindet, das Leben, die Taten und die Seele der Amanfat seien würdig, ist die Belohnung ein schneller Tod und seine Seele schließt sich Galavains Rudel an. Wird er für unwürdig befunden, wird der Anamfat getötet. Seine Seele wird gezwungen, selbst ihren Weg in das nächste Leben zu finden und die Erinnerung an ihn wird aus den Annalen des Stammes ausgelöscht. Das Überleben beginnt mit Stärke von innen und schwache Anführer gefährden das gesamte Rudel. Das ist Galavain in seiner reinsten Form. Selbst am Ende des Lebens muss man kämpfen, um würdig zu sein, um groß zu sein. Genau wie man jeden Tag kämpfen muss, um sein Rudel zu nähern. Der Suchergott ist leicht zu verstehen, wenn man aktiv nach Wissen sucht. Wer doch lediglich fragt, wer Wissen ohne die erforderliche Jagd begehrt, dem bleiben seine Geheimnisse verschlossen. Mein eigenes Fleisch und Blut hat mich einst gefragt. Gefällt es Galavain, wenn man lernt zu jagen? Ich sagte ja, fügte er doch hinzu.
Galavine, werde es lieber, du würdest jagen, um zu lernen. Alles klar. Galavine. Nein. Ich würde doch niemals dir irgendwas klauen. Das steht auf der Oberseite des Balls, steckt eine Knochennadel in den Tierhaut, okay? Sehe ich immer noch nicht das, was wir hier suchen. Bist du vielleicht derjenige, welcher? Der Mann blickt dich herausfordernd an. Kommst du, um den großen Ornas zu sehen, Estramon? Er ist auf der Jagd, aber er wird zurückkehren. Im Gegensatz zu dieser Löwin sieht er regelmäßig aus, um zu jagen. Warum kann Ornas nicht einfach die Löwin bekämpfen gehen? Er blickte mich drein, weil sie sich hinten im Rachen versteckt hält, umgeben von ihrem Rudel und den natürlichen Gefahren dieses Ortes. Einem Herausforderer so zu begegnen, das gehört sich nicht. Sie muss herauskommen und sich Ornas stellen, um ihre Position zu behalten. Aber sie hat ihre besten Zeiten hinter sich. Die alte Bestie zu töten wäre inzwischen schon ein Akt der Gnade. Ich könnte mich um Sul kümmern. Sein schwieriger Daumen macht ein kratzendes Geräusch auf der Klinge seiner Axt. Ich breche ungern mit der Tradition eines großen Kampfes, aber wenn sie sich vor ihren Kampf drückt, hat es keinen Sinn zu warten. Töte sie. Das wird Beweis genug sein, dass sie kein würdiger Meister ist. Was tust du hier überhaupt? Wir warten auf die große Konfrontation, aber das Warten wird ermüdend. Er verzieht das Gesicht und fährt mit einem Daumen über die scharfe Klinge seiner Axt. Solange Sul sich im Rachen versteckt hält, wird Ornos seinen Sieg verwehrt und uns allen der Meister, den wir verdienen. Auf Wiedersehen. Wo zur Hölle? Vielleicht hier möge ihn das Blut in den Adern gefrieren, ne? Der Sand wirkt einigermaßen dämpfend, er verrutscht und säuselt unter den Füßen. Eine Orlanerin steht knöcheltief im Sand und schärft eine Speerspitze. Du musst Bedwills neuer Estramor sein. Als ich hörte, dass sie schon wieder jemanden eingelassen hat, werde ich fast in die Passage des Sechs gegangen, um ihr die Meinung zu sagen. Sie rührt mit der Speerspitze aus Feuerstein auf dich. Ich habe Alba gefunden. Was sagst du denn dazu? Sie atmet hörbar ein. Du hast sie mit eigenen Augen gesehen? Ja. Ich habe sie aus Mittagsfrost befreit. Sie genießt nur noch die frische Luft, ehe sie zurückkehrt. Und was sagst du nun zu diesem Estramor, der reingelassen wurde? Willst du dich immer noch beschweren? Bitch? Sie stößt einen Seufzer der Erleichterung aus. Du hast den Reißzähnen und mir einen großen Dienst erwiesen. Leia atmet erneut tief durch. Ich habe mich in dir getäuscht, Estramor. Ich habe dich nicht wahrhaftig gesehen. Bitte, nimm dieses Geschenk an, das deiner Ehre und deiner Fähigkeit würdig ist. Aha. Ist sie das? Wer ist das? Alba hat Alba unterbrochen. Alba winkt dir mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu. Ihr Fell ist jetzt glatt und glänzend. Ihre Augen funkeln verschlagen. Schön, dich wiederzusehen. Wer bist du? Gesund und munter dank dir. Das stand, ich habe mich nicht verlesen, das stand da wirklich. Ne? Ja. Oh, es tut mir so leid. Ich finde das so furchtbar witzig. Das ist der ultimative Slap. So. Weißt du, wir haben sie gerade gerettet. Ja, sie ist so dankbar und so. Ja, schön, dich wiederzusehen. Voll freudig. Und wir so, wer bist du überhaupt? Oh, ist das gut. Ja, gesund und munter, dank dir. Nicht, dass Lara mir Gelegenheit geben würde, mich auszuruhen. Es blickt auf eine andere Orlanerin. Meine Schwester sorgt dafür, dass ich mir meinen Unterhalt verdiene. Du saßt ja auch lange in dieser frostigen Zelle fest. Deine Glieder müssen sich erst wieder an die Bewegung gewöhnen. Lehre mich dein Wissen. Sie lacht. Wenn du mithalten kannst. Schon gerne als blutiger Jäger erhalten. Ha. Und Was ist das? Ist das ein Gruppenreputation? Das muss uns auch voll mich eingeschaut, eigentlich ein Gruppenreputation. Trutzbucht hält mäßig gut. Goldhallmeister überwältigend gut. Dorf Dürfurt Verbündeter schwach gut. Zwingungsgruppe neutral. Schwänzige Ritter Meister überwältigend gut. Dutzenden Exzentriker schwach gemischt.
haust immer noch Schrecken. Überwältigend schlecht. Die haben auch gut abgeschlachtet, die Jungs. Und die Reißzähne sind neutral. So, es ist aber nicht das, was wir suchen. Persönlich. Bist du fallen so 64, das ist scheinbar 89 gemacht, 66, das ist alles nicht das, was ich suche. Das muss ja irgendwie, da ist es, aktive Effekte. Blutiger Jäger, Heimlichkeit und Schadensreduktion gegen Stichhieb. Schön. Sehr schön. Es ist jetzt immer noch die Frage, ich habe das jetzt immer noch nicht gemacht, unsere ganzen Sachen neu zu ordnen. Wann mache ich das denn überhaupt? Das ist echt eine. Also wir müssen es halt irgendwann machen. Irgendwann müssen wir es machen. Es ist jetzt der Augenblick genauso gut wie jeder andere. Die andere Frage, die sich jetzt stellt, haben wir denn genug Geld, um ein bisschen mit arbeiten zu gehen? Wir haben sicher eine ganze Menge Sachen, die wir noch verkaufen können. Nahkampfschaden durch Wunden. Ich dachte gerade, da steht Blutstatement, aber es ist nicht ganz, es ist Bluttestament. Kann nur verwendet werden von Mönch. Plus 2% Wundschaden pro Wunde. Eine Mönchin aus der Abtei des gespaltenen Rats überwand jeden Schmerz, indem sie ihren Körper täglich an seine Grenzen brachte. So groß war die Disziplin, dass ihre Schmerzunempfindlichkeit und ihre Fähigkeit, Schmerz weiterzuleiten, so groß war, dass es in ihren Orden noch nichts Vergleichbares gegeben hatte. Nach ihrem Tod hat man dir die Haut abgezogen und daraus diese Handschuhe gemacht. Nein, das steht da nicht. Nach ihrem Tod in der Schlacht gaben die Angehörigen der Abtei ihren blutigen Handverbänden einen Ehrenplatz in ihrer großen Halle. Im Jahr 2802 AI wurden die Verbände zusammen mit mehreren anderen Reliquien von einem unbekannten Dieb gestohlen. Seit dieser Zeit waren die Verbände im Besitz verschiedener Mönche unterschiedlicher Orden. Ja, jetzt sind sie in unserem Besitz. Tatsächlich ist das erste Mönchsding, was wir haben für unseren Mönch. Ja, und das ist so ein sein, leider muss man sagen, obwohl der Mönch an sich so eine interessante Klasse ist, in vielen Spielen. Ist es halt, solange es ein Spiel ist, wo man kein echtes Crafting hat, finde ich es immer so extrem schwer, weil Mönchsklamotten und Sachen so spezifisch sind, weil er auch noch, ohne Waffen kämpft in aller Regel. Also ist alles so spezifisch und du brauchst eigentlich echt spezielle Mönchsausrüstung, um die richtig gut zu machen. Deswegen finde ich Mönche immer interessant und cool, aber ich benutze sie sehr selten. Das vielleicht mal als Hinweis. Und übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon gedroppt habe, eigentlich hier, aber ne, Pathfinder 2 Kickstarter war ja vor kurzem, bin ich mit drin, ne? Also das dürft ihr auf jeden Fall, wenn es dann rauskommt, auch auf jeden Fall auf dem Kanal erwarten. Ja, jetzt, ich brauche mit den passenden Schlüssen, um die zu öffnen, okay, die war natürlich nicht klar, also auf jeden Fall sind wir jetzt nochmal besser durch den Trade, das ist das Wesentliche. So, und hier können wir jetzt das hier betätigen, um darüber zu kommen. Ich bin mir halt erst noch nicht so sicher, ich meine, was ist jetzt die richtige Entscheidung, was ist die falsche Entscheidung? Ich sehe es noch überhaupt nicht. Ich sehe auch überhaupt nicht, was uns das bringt, aber wir überhaupt eingreifen. Das ist so ein bisschen das Hauptding an den Sachen, die wir jetzt hier bisher machen können. Ich sehe nicht so den Grund, wieso wir überhaupt irgendwas machen sollten. So, die Überreste einer zerstörten Brücke, vor langer Zeit eingestürzt, führen in eine tiefe Schlucht. Die andere Seite der Brücke durchbricht den Nebel am anderen Ende der Schlucht. Sie hängt abenteuerlich über den steilen Abgrund. Die Gegend untersuchen. Die zerbrochenen Steine der Brücke, durch viele Jahrhunderte verwittert und verwachsen, sind an der Kette und den Seiten der Schlucht verteilt. Ein dünner Nebel steigt von unten auf. Die Steine sind mit einem glitschigen grünen Moos bedeckt, sodass sie keinen sicheren Halt bieten. Die Holzbalken, die zwischen den Steinen auf beiden Seiten der Brücke stehen, scheinen jedoch stabil genug zu sein, um dein Gewicht zu tragen. Die Überreste einer. Okay, dein Seil mit Enterhaken über die Schlucht werfen. Natürlich, ich weiß schon, wieso ich hunderte von diesen Dingern dabei habe. Ne? Du zielst auf den Holzbalken auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke und wirfst deinen Enterhaken dann über die Schlucht. Er schlägt mit einem dumpfen Knall gegen die Brücke. Der Haken verkeilt sich fest und bohrt sich in das Holz, als du ziehst. Das Seil stafft sich, gespannt und sicher. Das lose Seilende bindest du an den Holzbalken neben dir.
Die Überreste einer zerstörten Brücke. Überqueren die Schlucht. Das Seil spannt sich und vibriert, als du dich vorwärts bewegst und es packst. Das Knarren der Holzbalken hallt durch die unterirdische Höhle und markiert deine Mühen. Du gehst langsam und gleichmäßig voran. Es ist anstrengend, auf die andere Seite zu klettern, zumal das Seil immer heftiger zu wackeln beginnt. Der Atem von Torren Gent wird lauter und schneller und Suigetsu und Trikulia bewegen sich immer langsamer vorwärts. Endlich gelangst du wieder auf festen Boden. Es war mühsam, aber du hast die andere Seite erreicht. Waren die jetzt echt so schlau, zu mehreren Leuten hier sich an dieses eine Seil zu hängen hintereinander? So retards. Entschuldigung, aber das machst du doch einzeln. So. Ja. Schlaue Leute sind wir. Ja, ein Löwe. Tötet ihn! Upsi, das ist hier der. Gerne wieder den normalen Modus. Habe ich nicht eigentlich eingestellt, dass er. Moment, ich muss mal kurz überprüfen. Ah, da ist es. Es war tatsächlich nicht drin. Automatisch langsamer Kampf. Speichern? Ja. So, schön. Okay. Eine Löwenhaut. Ja, was. Was haben wir jetzt hier zu erwarten, ha? Das ist die Frage. Ja, das war sehr gut. Wir sind nur verstrickt, oder? Wieso bist du... Ich habe Müdigkeit. Bei uns allen? Wirklich? Eigentlich haben wir uns doch erst ausgeruht. Okay. Weißt du was? Gab's dir nicht auch bei Falle entdeckt? Ich hätte das Objekt gefunden. Mach mal das, ja. Müsste eigentlich passen, das ist ja auch. So, hier. Pilze mitnehmen, Orlans Wiege. So, mehr Pilze. Ich mich auch vorsichtiger bewegen, dann. Ja, ich sollte auf jeden Fall schleichen, ehrlich gesagt. Ah. Da genau deswegen. Oh, ein Topaz. So, schneller Modus, genau. Okay, das sind natürlich auch Stammesangehörige. Das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich muss schon sagen, die Falle habe ich sogar mit bloßem Auge erkannt hier. Komme ich nicht drauf klar, dass der Kuh ja besser im Stinger ist als unser vermeintlicher Schurke. So. Jetzt haben wir hier diverse Löwen. Da ist noch eine Falle. Ziehe ich gerade so spontan. So, ich habe mich jetzt mal auch spontan dazu entschieden, hier einfach mal aufzugehen. Ja. So. Und dann. Schillernde Fluggeschosse. Giftige Explosion, die macht den allen gar nichts, wa? Ja, mach die hier. So, einer weniger. Greift ihn hier an. Oh, da ist irgendein Wehrtyp. Ein Wehrtyp, genauso heißen die. Setz mal hier die Sachen runter, das ist schon okay. Greif nicht hier an. Ihr habt alle den geschlossen an. Wir könnten zum Beispiel versuchen, hier den da uns zu holen. Mach mal.
Mach mal hier, ne? Es ist nicht ganz so geil, was ihr gerade hier macht. Ja, und der Typ ist wieder enraged, das heißt, den kriegen wir jetzt erstmal wieder nicht weg. Mal hier einen verwundeten Schuss rein. So ist er hier, direkt. Mal den Heal raus. Und hier dieses schleichende Etwas hier. So. Der Regul. Die Löwin ist fast durch. Ja, die haben jetzt definitiv hier die untergesetzten Sachen. Wirf mal den da an. Ach, das ist ein älterer Löwin. Okay, das ist ein klasse Löwin, ich verstehe schon. So, sie werden auf jeden Fall erstmal fett gedamaged. Ja, aber Sui leider auch. Ja, das ist natürlich wieder leicht ungeschickt. Wir haben mal uns alle hier hinten. Den da. So, ihr kriegt das hier hin, ne? Taggen wir mal hier auch Raserei rein. Ja, greif hier an. Kriegst du noch den hier raus? Nein, geht er nicht mehr. So klar, ja. Ja, es ist halt jedes Mal dasselbe, ne? Sie rennen jedes Mal bis nach hinten durch. Wir können sie jedes Mal nicht aufhalten. Und dann sterben wieder Leute. Hier die nekrotische Lanze. Nehmen wir, die ist nicht so gut. Immer hier den Schrei. Löwestammesangehörige gehört immer noch zu uns hier. So, gib ihm. So, jetzt hat er sich wieder umgedreht. Eine mächtige Lanze in der Hand hier. Ah, halt. Dann sterbt die Falle. So doch im Kampf. Das ist echt Tagnuppen gefallen. Wow. Ne, wir müssen uns eh ausruhen, ehrlich gesagt. Ich hoffe, wir kommen hier noch ganz klar mit den zwei Dingern. Im Sinne von mit den, wir haben kaum noch zwei Möglichkeiten, uns auszuruhen, deswegen. Ah, wir haben böse Träume mal wieder. Ja, zumindest scheinen die Kämpfe hier jetzt auch alle machbar zu sein und nicht so völlig übertrieben. Eine Falle entdeckt. Soll man bitte hier entjinxen? Okay, das ist die Öffnung von dem hier. Ja, nehme ich mal stark an. Das ist quasi der Ausweg. Es gibt jetzt hier ein paar Pilze. Auch nochmal eine Falle, okay. Einmal entschärfen, bitte. Ich glaube, das ist so eine nicht entschärfbare. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Das will ich nicht kommentieren hier, ne? Ja, wir wissen ja, ne? Tengen hat die meisten AP. Ja, Tengen, der hält das aus, der ist hart. Das geht schon. Oh, jetzt ist ja die nächste. Ich habe die Befürchtung, dass das wahrscheinlich auch wieder so ein ist. Oh, und diesmal haben wir es geschafft. Okay. Vielleicht hatten wir auch noch Pech. Ich hätte die Würfe überprüfen können. Hier geht's einfach nur im Kreis. Okay, ja. Ah. Oh. Ja, weiß ich nicht. Also, es ist mechanikmäßig. Wir brauchen, glaube ich, Items, die unsere Mechanik mal steigern. Ah, dasselbe Spiel. Jetzt darf Ra mal rein.
Naja, eigentlich. Ja, ich würde schon sagen, wir müssen es eigentlich gar nicht auslösen. Wir können auch so durchlaufen. Das ist natürlich gefährlich, falls wir irgendwie uns hastig zurückziehen, sage ich mal. Müssen ja nicht ohne die Schaden nehmen hier. Ich mach mal die Fallen hier nur wegen der Erfahrungspunkte fürs Entschärfen. Ja, aber das sieht aus, als sei das hier der Hauptraum vielleicht. Ja, auf jeden Fall ein Löwen. Scouten hier mal ein wenig. Okay, das sind noch mehr Löwen. Was ist das hier? Die dornigen Gedanken sind ineinander verdreht und bilden eine Wand. Als du dich näherst, beginnen sie zu zittern und sich voneinander zu trennen. Durch die Ranken gehen. Als du nach vorne gehst, verlagern sich die Ranken und ziehen ihre Dornen zurück, was dir einen sicheren Weg freigibt. Du kommst unversehrt auf der anderen Seite an. Und gerätst in einen Hinterhalt. Großartig. Ja, ne? Mach mal hier. Das zuerst. Sweet Boy. Da werden diese Dudes. Ist es irgendwie, ist es echt ein... Dann sagen, es kriegst du hin, ne? Ihr wisst schon, ihr könnt auch außenrum laufen, ne? So. Ich wollte es nur extra erwähnt haben nochmal, ja? Unfassbar, ne? Ich denke, es wird Zeit, hier irgendwie mal zu heilen. Mal erstmal das. Und Tank steht auch da hinten. So, killt mal den da, bitte. So, wollen wir da jetzt irgendwie noch krasses Zeug verwenden? Ehrlich gesagt nicht, oder? Was in der ordentliche Tracht Prügel. So. Taggen? Den barbarischen Hieb. Ja. So. Verwundeter Schuss. Dann. Wollen wir uns in eine Verpygra? Eigentlich war das echt gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war schon ordentlich. Ah ja, guck mal hier. So. Gut. Jetzt den da. Okay, sehr schön. Rating gerade echt zerfetzt hier hinten. Ja, das ist eigentlich nur ein anderer Weg, hier reinzukommen, ohne durch die ganzen Fallen zu laufen, sie scheint. So. Na gut, ne, wir sind ja bei einem Kampf, sind wir ja nicht abgeneigt. Bitte was? Was war das gerade hier? Moment. Ich habe eben hier gespeichert, ne? Oder eben gespeichert. Was zur Hölle war das denn? Ich habe nicht mal gesehen, dass wir auf einer Falle standen. Ja, die war literally vor dem... Aber die wurde aber nicht ausgelöst, die gerade eben im Kampf. So. Okay. Muss ich das verstehen? Huh. Das ist wieder so eine Falle, wo wir nichts machen. Ja, die ist quasi hier direkt davor, war. Ja, ja. Das ist nochmal eine. Okay. Ja, schauen wir uns hier weiter um. Schaut mal in die letzten Ecken. Also, wenn das... Galavans Schrein ist das hier. Und wir haben hier hinten auch noch potenziell was zu erkunden. Lass uns mal da schnell rüber gehen dann. Und dann uns hinterher den finalen Kampf da drüben stellen.
ist schon mal ein. Ja, mal eine Meute. So, so he gets on. Mal dieses andere Sieger mir besser gefallen hier, dieses. Nee. Das war viel schlechter eigentlich. Ein Löwe weniger. Ich wollte schon sagen, haben die uns jetzt gerade wieder mit einem Spell quasi alles weggehauen, was wir so hatten? So halb. Naja, setz mal hier die Sachen runter. So, so, ich kann direkt mal hier den nächsten hier raushauen, vor allem hier hinten für die Gruppe. Wir brennen alle hier. So, wir haben auch ein bisschen was hier frei, so wollen wir mal hier zack. Mich hier psychisch ein bisschen beharken. Er setzt auch seine Feuerwaffe auch noch mit drin hier. Heftiger Schaden, ehrlich gesagt. So, na, ich wollte schon sagen, jetzt ist aber gut, ne, hier stirbt jetzt keiner mehr. Da ist auch nochmal einer. Wir haben auch einen Löwen, ja. Wir haben Charlie den Löwen. So. Keiner ist gestorben, ist wunderbar. Charlie der Löwe ist auch hier neben mir. Hm? Eubracht hat uns geheilt. Was? Okay. Wer ist Eubracht und was tut er hier? Ja. Okay, einfach mal weiter. Dieser letzte Ergebnis bestimmt noch Fallen und böse Sachen. Geht's da etwa weiter? Ja, hier ist dieses Tor. Schissen sogar mein Schlund. So, das haben wir ja hier ganz normal, ne? So. Wo geht's hier hin? Das ist irgendein Übergang. Geht's einfach zum Bezirk hoch, okay. Ja, also es muss da hinten sein. Dann würde ich sagen, wir laufen da jetzt mal. Ne, ich kann das nicht wirklich überstehen. Hier sind so viele Fallen noch aktiv überall. So. Dann laufen wir da mal rüber, ja. Schalten dort die letzte Löwentruppe aus, denke ich. Ich meine, das ist der Stein, also vielleicht versteckt sich ja dort hinten die Dingens. Die Löwen. Ja, und dann werden wir sie erledigen, aus welchen Gründen auch immer. Ich gehe mal ja dafür irgendwas. Wir werden sehen in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Euer Torrent.